Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezu. Ich bin Arezu und heute verlieren wir. Warum? Ah, weil das Gewinnen generell nicht so wahrscheinlich wirkt gerade. Aber wir haben immerhin einen Charakter mit einer vollgeladenen Waffe, ne? Ja. Das soll jemand toppen. Sogar ein Ersatzmagazin und eine Läuterungsgranate, also. Ich denke, wir haben keine so schlechten Chancen. Wir gucken mal trotzdem, ob wir uns erstmal irgendwie ein bisschen verstärken können, bevor wir irgendwo angreifen. Oh, das Lager ist abgeschlossen. Ja, nein, das haut nicht mehr hin. Nicht mit einer Person. Gut wäre es natürlich, wenn wir einen weiteren Phoenix-Außenposten finden würden. Verkrochen, Erkundungsstätte. Unsere Soldaten haben einen verlassenen Supermarkt entdeckt. Vielleicht gibt es hier ein paar nützliche Vorräte. Unser Team ist auf die Überreste eines Camps im Lager des Supermarkts gestoßen. Offenbar haben ein paar Leute versucht, sich hier niederzulassen. Allerdings ist niemand mehr am Leben und kaum noch etwas zu gebrauchen. 30 Nahrung, immerhin ist es nichts Schlechtes. Mir fällt gerade ein. Hier, jetzt können wir hier was bauen. Da bauen wir die Forschungsstation. Nicht die Sicherheitsverwahrung. Trainingseinrichtung auch nicht. Da ist es. Für 300 Materialien und 200 Tech. Haben wir gerade noch. Ja, das bringt uns nichts. Ah. Ja, hätte man sich eventuell noch leisten können, hätten wir ein klein bisschen... Also hätten wir das jetzt gerade nicht geholt, hätten wir uns den tatsächlich leisten können. Nein, das wird nichts. Verlassene Militärbasis. Es wurden keine feindlichen Streitkräfte entdeckt, aber vermutlich können wir hier einige Ressourcen finden. 160 Tech, 80 Materialien. Nicht schlecht. Ich glaube, das reicht noch nicht. Wie viel habt ihr doch gleich verlangt? 147. Allerdings, die hier bieten Tech an. Die bieten nicht Tech an, die bieten Materialien an. Und das ist das, was wir brauchen. Haha. 116 war das, ne? Ne, 147. Wie komme ich auf 116? So, reicht trotzdem. Und schon haben wir zwei Soldaten und der eine braucht keine Munition. Schon sieht es ein bisschen besser aus. Ich nehme an, das hier ist kein schön aussehender Beutezug. Wildtown wird angegriffen. Und ja, ein paar Forschungsprojekte sind fertig. Okay, wir schauen mal vorbei. Zu gucken. Nicht, dass wir wirklich was machen können, aber... Ja, Gefahrenstufe extrem. Wir verzichten heute. 75% und es wird wahrscheinlich nicht besser dadurch, dass sie das Ganze hier kaputt machen. Okay. Ja, machen wir. Können wir eventuell noch... Okay, der hat eine Säuregranate. Oh, was hast du denn da? Das ist ein merkwürdiger Mantel. Oh, das ist kein Mantel. Okay, streich das. Tentakelangriff. Führe einen Nahkampfangriff durch und verursache lebenden Schaden. Tentakelvergeltung, Nahkampfkonter mit Tentakeln, um auf feindliche Angriffe in der Nähe zu reagieren. Okay. Und Wutrausch verursachen. Gibt verbündeten Charakteren innerhalb von 20 Feldern zwei Züge lang Wutrausch. Steigert ihre Geschwindigkeit um 50% und macht sie immun gegen Panik. Nicht schlecht. Oh, aber... Oh, das ist ein Scharfschütze. Okay. Darauf war ich nicht vorbereitet. Panzerbrechend, aber nur 50 Schaden. Das ist nicht gut. Der Nahkämpfer hätte mir etwas besser gefallen.
Ja, trotzdem, es geht los. Also wenn wir das hier gewinnen, können wir ja trotzdem Nahkampfwaffen mal herstellen. Dann haben wir ja wieder ein paar Materialien. So. Okay, dort haben wir quasi Gegner. Was genau ist das? Die kennen wir auch wieder nicht. Doch, das sind Nebelwächter. Die kenne ich schon. Okay. Die müssen wir nicht direkt angreifen. Okay, gehen wir erst einmal. On the move. Ja, ist eben ein Scharfschützengewehr, ja. Fight by fight. Geh mal hier hin. Immer noch keine Gegner zu sehen. Here we go. Immer noch nicht, okay. Dann gehst du mal bitte hier hin. Okay, und das war's. Okay, das klang für mich nach einem Triton. Und das hat offenbar eine relativ gute Waffe. Und das klang nach einem Atron. Ja, die haben direkt zwei der Kisten kaputt gemacht. Selbst bei optimaler Handhabung hätte ich da nicht wirklich was gegen machen können. So, wenn da was auftaucht. Oder wenn da was auftaucht. Naja. Naja. Aber den können wir eventuell sprengen. Yay. Auch keine weitere Nahrung. Und diese Kiste da hinten werde ich wahrscheinlich auch nicht verteidigen können. So. Okay, es sind zwei Atrons. Okay, nicht so gut, wie ich gerne, wie es mir gefallen hätte, aber zumindest ein bisschen Schaden hat er genommen. Naja. Nicht ideal. Ja, wenn wir den Rumpf vernünftig treffen könnten. Oder den Kopf. Können wir aber beides nicht wirklich. Und dann, na gut, wir können hier mal in die ungefähre Richtung schießen. Autsch, drei Kugeln haben von dem getroffen, nicht so schön. Ja, okay, geh ein paar Schritte zurück. Hat jetzt schon wieder zu viel abbekommen. Also wieder, ist ja seine erste Mission, also passt wieder nicht ganz. Okay, schon ist der Kopf deaktiviert. Das ist nicht gut. Besonders da ich keine Medikits habe, das heißt, der ist tot. Gut, er ist noch toter. Und das ist auch nicht schön. Yay, noch ein Atron. Nee, so bringt das nichts. Also nicht genug. Es würde schon was bringen, aber... Nix.
kannst mal ein bisschen nachladen nebenbei. Kostet ja eh nichts. Na gut, so. Null Schaden. Wow. Toll. Guckelei. Ja, das war das. Yay. Der Ort wurde überrannt und alle dort verbleibenden Ressourcenkisten zerstört. Waren ja auch nicht mehr so viele übrig. Ja, jetzt haben wir noch 8 Materialien. Okay. Aber noch sind wir nicht geschlagen. Ich weiß, es wirkt, als wären wir geschlagen. Aber noch sind wir es nicht. Wir können hier nämlich eventuell noch Mikey Chief Ondra holen. Wir brauchen bloß noch ein paar mehr Ressourcen, als die hier zu verkaufen haben. 638 insgesamt. Und wie viel Tech wollt ihr doch gleich? 208, okay. Und wenn wir den dann haben, ODI bei 75%, sagt er, während sie auf 46% springen. Das Forschungslabor ist in einem Tag und 17 Stunden fertig. Wir haben eine Chance. 638. Das sieht ziemlich ähnlich aus, ne? So, wer verkauft mir noch Materialien? Bei denen habe ich eben schon gekauft, bei denen da noch nicht. Was soll ich dagegen tun? Ich habe keine Bodentruppen. Ich habe immer noch keine Bodentruppen. Gut, auch das reicht noch nicht ganz. Aber wir nähern uns. Langsam. Da, die haben noch was. Ja, ich glaube, jetzt wären tatsächlich die Leute von den Jünger von Anu besser. Eben der die Möglichkeit des Nahkampfes. Haven destroyed. Hey, 79%. So, da haben wir den. Gar kein Problem. Ja, dann gucken wir doch mal. Wir können Medikits herstellen. Wir können... Ne, eine neue Razor können wir uns nicht leisten. Okay, wir können uns ein paar Granaten holen. Das sollten wir auch. Ja, Marduks Faust würde 40 kosten. Habt ihr gerade wieder? Ja, die haben noch. So. Ich weiß, dass er damit nicht gut umgehen kann. Aber trotzdem geben wir dem dann Marduks Faust mit. So, dann warten wir jetzt einfach ab. Ja, die Zuflucht Uruk. Wo ist die denn? Ja, da kann ich nichts machen. Aber wenn meine Materialien hier erst... meine Forschung, meine
Produktion erstmal durch ist, dann. Eine plötzliche Massenhalluzination, bei der unsere Soldaten plötzlich glaubten, in den Ruinen einer antiken Stadt gefangen zu sein, hat zu mehreren Verletzungen geführt, als die Betroffenen verzweifelt versuchten zu fliehen. Der Schrecken, den wir empfanden, war wie eine Mauer, sagt einer unserer Soldaten. Er war absolut, er war vollkommen. Es gab nichts, was wir dagegen tun konnten, außer wegzulaufen und um jeden Preis wegzukommen. So etwas haben wir noch nie gespürt, auch nicht auf dem Schlachtfeld. Das, was in der Stadt lebt, es ist nicht wie wir. Es zu bekämpfen ist wie der Versuch, die Flut aufzuhalten. Ja, wir steigern die Medikamentendosis. Das Medikament wird es unseren Soldaten ermöglichen, eine Weile weiterzumachen. Trotzdem ist es zwingend notwendig, dass wir Maßnahmen ergreifen, um den ODI so schnell wie möglich wieder zu senken. Alle Phoenix-Soldaten haben 50 Leben verloren. Okay, wir gehen mal kurz nach Hause. Und heilen uns ein bisschen. Und... Haven destroyed. Hey, das ist gar kein direkter Sprung gewesen. Gut zu wissen. Da die Forschung am Pandora-Virus läuft. Gut, alle geheilt und ausgeruht. Dann können wir ja jetzt mal nachgucken, was hier so ist. Ich finde schon irgendwas, was mich rettet. Zum Beispiel den See der Stille. Unsere Soldaten sind auf eine wissenschaftliche Expedition aus Synedrion gestoßen. Synedrion gibt's noch. Sie wollen einen kleinen See analysieren, der in einem seltsamen Violett leuchtet und mit einer Art innerer Kraft pulsiert. Ich kann nicht sagen, ob es um einen einzigen Organismus oder eine Art Kolonie handelt, erzählt Dr. Grigorowitsch, einer der Wissenschaftler der Expedition. Erzählt Dr. Grigorowitsch, einer der Wissenschaftler der Expedition, unseren Soldaten. Natürlich trifft diese Unterscheidung vielleicht gar nicht auf etwas zu, das durch das Pandora-Virus geschaffen wurde. Auf jeden Fall könnten wir die Hilfe von Experten gebrauchen. Das verdammte Ding in Beton eingießen. Das ist eine Transangelegenheit. Die Jünger informieren. Mal sehen, vielleicht weisen sich die Jünger ja erkenntlich. Nö. Also ja, aber nicht wirklich. Man teilt uns mit, dass ein Agnostis geschickt wurde, um die Beschaffenheit des Sees zu bestimmen und ob er die Spuren des toten Gottes trägt. Das Team von Dr. Grigorowitsch wurde gebeten, das Gebiet aus Respekt vor ihrer Religion zu verlassen. Sehr unhilfreich. Achso, warum lassen wir dann die Zeit da gerade weiterlaufen? Wir wollen ja Dinge erforschen. Nach Hoffnung suchen. Und zwar dort. Irgendwann finden wir schon noch was. Gut, da vielleicht nicht unbedingt. Pandora-Virus-Forschung abgeschlossen. Bisher hielten wir das Pandora-Virus für ein nukleozytoplasmatisches großes DNA-Virus, das jeden lebendigen Organismus auf ungewöhnlich gezielte Weise schnell mutieren lässt, unter Einbeziehung der DNA verschiedener Spezies, um die Schrecken zu erzeugen, die wir erlebt haben. Der Gedanke, das Pandora-Virus könnte außerirdisch sein, wurde aufgrund einer enormen Genomgröße und der Unähnlichkeit vieler seiner Gene verglichen mit denen jeder anderen Lebensform auf der Erde bereits in den 2020ern von Wissenschaftlern weithin diskutiert. Viele glaubten, dass sein intelligent anmutendes Verhalten nicht durch die üblichen evolutionären Modelle erklärt werden könnte. Unsere Analyse, die neue Daten aus der chirurgenen Anlage der Doline? In China sowie dem Labor in Sibirien enthält, bestätigt drei Fakten mit besorgniserregenden Schlussfolgerungen. Erstens, das Pandora-Virus existierte schon lange vor dem aktuellen Ausbruch auf der Erde. Gut, das wussten wir schon. Zweitens, das Pandora-Virus hat einen nicht-terrestrischen Ursprung. Ja, okay. Und drittens, das Pandora-Virus ist nicht das Produkt der Evolution, sondern wurde künstlich erschaffen. Das ist neu. Okay, das hier hatten wir nur vermutet bisher. Das wussten wir, das ist neu. There had always been rumors that maybe the Pandora virus wasn't from Earth. That some alien disease had come down from the stars, like a plague from heaven. But now that we finally had the evidence we needed, we realized the truth was more terrible than that. The Pandora virus was alien, yes. But it wasn't a disease. It was a bioweapon. We were not alone, and whatever was out there wanted us dead. None of this had deterred Randolph Symes.
He continued his quest, hoping that whatever his great-grandfather had buried in Oglethorpe University's time vault held the answers he needed. We would have to hope that he was right. Ja. Wir müssen die Zeitkammer der Oglethorpe University untersuchen, wo Vandalf Symes Senior eine Sammlung von Dateien begraben hat, die mehr Licht auf die Geschichte des Pandora-Virus werfen könnte. Die Koordinaten wurden in unserem System hochgeladen. Unsere Forschung über die Grundlage des Pandora-Virus hat bei den Fraktionen für viel Kontroverse gesucht. Tobias West sieht unsere Forschung als Bestätigung dessen, was New Jericho immer gepredigt hat. Die Pandoraner sind Eindringlinge, eine militärische Lösung ist der einzige Weg nach vorn und wer anderer Meinung ist, hilft dem Feind. In Synedrion toben interne Debatten. Welche gesellschaftspolitischen Rechte haben Geschöpfe, die durch eine Biowaffe geschaffen werden? Sollten wir überhaupt versuchen, miteinander zu existieren? Was die Jünger von Anu angeht, so gibt es keine offizielle Erklärung der Erhabene oder der Synode der Sehnsucht. Aber Gerüchte deuten darauf hin, dass sie weder überrascht noch besorgt sind. Ja, Jericho mag jetzt niemanden mehr. Und die anderen sind nicht geschockt. Also, zumindest gibt es keine Auswirkungen von denen so. Den Jüngern von Anu geht's auch nicht so gut, ne? New Jericho ist tatsächlich am besten hier klargekommen. Aber das ändert sich auch. Achso, erkunden erst. Dann Zeit weiterlaufen lassen. Lartland. Unsere Soldaten haben einen Themenpark entdeckt, der dem Lucrative Lads gewidmet ist. Einer Boyband aus Young Hedgefonds Managern, die mit ihrer Single Golden Gecko großen Erfolg hatten, bevor sie spektakulär abstürzten, als ihr zweites Album nicht mehr als 100 Mal verkauft wurde. Der Park war wie die Band selbst ursprünglich ironisch gemeint, er ist ungewöhnlich gut erhalten. Hubert Classy Lad Kane, früher Teil der Band, arbeitet heute als Analyst für New Jericho. In einer dringenden Nachricht bittete er uns, den Park zu zerstören und niemandem davon mitzuteilen. Mr. West weiß nichts über meine Geschichte mit der Band, sagt er. Und ich weiß nicht, was er tun würde, wenn er herausfinden würde, dass ich Teil von so etwas Frivolem war. Ja, wir nehmen auseinander. Oh, 300 Materialien. Damit können wir uns bestimmt wieder einen Soldaten leisten. Die Hälfte des Parks scheint aus Sperrholz zu bestehen, aber es gibt zumindest ein paar Teile, die wir wiederverwenden können. So, hey, ihr da. Gebt ihr... Also, nee, Moment, wir... Ah, nee, die Jünger von Anu nach Leuten zu fragen bringt nichts. Wir haben nicht genug Nahrung. Ja, das haut hin. Wir haben den Soldaten. Yay. Oh, wir haben zwei Soldaten. Wo haben wir den denn her? Ah. Seltsam. Okay, wir haben zwei Soldaten. Das ist gut. Wenn wir dann jetzt auch noch eine zweite Marduk... Achso, ne, können wir uns nicht mehr leisten. Obwohl, wir können noch ein bisschen... Wie teuer war das doch gleich? 40. Ne, die verkaufen nur Nahrung. Naja, wenn wir wieder ein... wieder Materialien bekommen. Dauert ja auch noch ein bisschen, bis genug Granaten da sind. Der Tod ist ein Highway. Unsere Soldaten sind neben einem verfallenen Highway gelandet. Hunderte von ausgebrannten Autos und Lastwagen liegen überall rum. Die Natur ist damit beschäftigt, den Beton und den Asphalt zurückzuerobern. Es sieht aus, als hätten die Leute versucht, eine Weile hier zu leben. Wir sollten uns umsehen. Es könnte noch ein paar Sachen übrig sein, die wir benutzen können. Untersuchen. 500 Materialien, 80 Nahrung. Unsere Soldaten haben einen kleinen Vorrat Ressourcen in einem behelfsmäßigen Versteck zwischen zwei Trucks gefunden. Sehr gut. Damit hätten wir ja fast schon wieder genug für einen dritten. Nahrung bräuchten wir hier. Da ist gerade keiner. Warum sind hier so viele Tote? Okay, wenn die damit fertig sind, dann kann man den bestimmt einsammeln, ne? Die wollen 300 Nahrung. Was ist mit euch? Auch 300.
Am 650. Nee, okay, dann brauchen wir noch mehr. Oh, da können wir mitmischen. Wir kommen. Wir sind gleich da. Und angekommen. Gefahrenstufe niedrig. Das klingt doch nicht schlecht. Ja, dann machen wir das da in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat erstmal gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.